Merkel finansiert Erdoğan bombardiert. Erdoğan bombardiert. Trotz des schlechten Wetters und trotz des strömenden Regens heute hier sind, um gegen den schmutzigen Krieg des Erdogan-Regimes zu protestieren. Ich überbringe euch die solidarischen Grüße der Fraktion Die Linke. Wir sind im Moment in allen Städten solidarisch mit den kurdischen Organisationen und versuchen, diesen Protest auch in den nächsten Tagen so stark wie möglich zu gestalten. Liebe Freundinnen und Freunde, das türkische Militär greift seit 52 Tagen Afrin an und das Ganze Hand in Hand mit dschihadistischen und islamistischen Gruppierungen. Es ist absolut untragbar, dass ein NATO-Staat wie die Türkei mit deutschen Panzern, mit deutschen Waffen Hand in Hand mit islamistischen und dschihadistischen Gruppierungen gemeinsam gegen die Kurdinnen und Kurden in Afrin vorgeht. Wir fordern die Bundesregierung auf, keinerlei Waffen mehr an die Türkei zu exportieren. Es ist absolut untragbar, dass mit deutschen Panzern, mit deutschen Leopold-Panzern und mit deutschen Waffen die Bundesregierung diesen schmutzigen Krieg mit unterstützt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, hier zu handeln. Wir fordern die USA, aber auch die Europäische Union und auch die Vereinten Nationen nach Afrin zu schauen. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, diesen schmutzigen Krieg nicht weiter zu unterstützen. Wir fordern die Bundesregierung auf, keinerlei schmutzigen Deals mehr mit dem AKP-Regime zu schließen. Hier geht es nicht um die Sicherheitsinteressen der Türkei. Hier geht es einzig und allein um neo-osmanische Ambitionen des Erdogan-Regimes. Wir verurteilen auch als linke Fraktion die Repression gegenüber den Kurdinnen und Kurden hier in Deutschland. Wir fordern, dass die Repressionen unverzüglich eingestellt werden. Es kann nicht sein, dass mitten in Deutschland Verlagshäuser gestürmt werden. Es kann nicht sein, dass über 30 Jahre kurdische Migrationsgeschichte im Verlagshaus Mesopotamia in Neuss gestürmt wird und LKW voll Deutsch und mit LKWs kurdische Literatur, kurdische Bücher abtransportiert werden. Das Ganze ähnelt an das Regime in der Türkei. Die Kurdinnen und Kurden verurteilen aufs Schärfste diese Repression gegenüber den kurdischen Organisationen. Es ist auch untragbar, dass die Kurdinnen hier nicht ihre demokratischen Grundrechte organisieren können. Gerade auch die aktuellen Fahnenverbote gegenüber den drei ermordeten kurdischen Aktivistinnen in Paris. Das ist eine Schande für Deutschland, dass die drei Frauen in Paris ermordet wurden vom türkischen Geheimdienstagenten, dass nicht mal die Aufklärung erfolgt ist, weil europäische Geheimdienste gemeinsam mit dem türkischen Geheimdienst agieren und jetzt auch noch unverschämt die Symbole der drei Frauen hier in Deutschland verbieten. Das ist absolut untragbar, das ist heuchlerisch. Wir fordern die Bundesregierung auf, hier endlich keinerlei Repression mehr gegen die Kurdinnen vorzunehmen. Wir werden auch in den nächsten Wochen und in den nächsten Tagen auf den Straßen sein, sowohl in Berlin als auch landesweit und europaweit und weltweit und gemeinsam gegen diesen schmutzigen Krieg des Erdogan-Regimes Hand in Hand mit Islamisten und mit deutschen Waffen und deutschen Panzern protestieren. Hoch die internationale Solidarität. Biji Berhedana Afrin, Biji Berhedana Kurdistan.